Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe von Gott, unserem Vater, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Am Kreuz rief Jesus laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Wir stehen hier am Glockenturm, am schiefen Glockenturm, und der Glockenturm will auch rufen, laut rufen, dass man es hört. Es hat dabei auch mit dem Sterben zu tun, denn die Frage war damals, vor 223 Jahren: Wer läutet die Glocke für uns, wenn wir dann den Weg auf den Friedhof antreten, der ja in Walbersdorf 1 Kilometer außerhalb vom Dorf ist? Früher hatte man am katholischen Turm geläutet, aber die katholische Kirche wurde neu gemacht und man sagte, nein, mit der Finanzierung, mit anderen Fragen konnte man sich nicht einigen, wir läuten nicht mehr für die evangelischen. Und so wurde im Jahre 1800, das steht oben drauf, dieser Turm gebaut, der läutet seitdem für die evangelischen, wenn es soweit ist. Er läutet auch, wenn wir im Bethaus zusammenkommen, er läutet, wenn es 11 Uhr ist, einfach bei den Zeiten des Tages. Es läutet laut, damit irgendetwas bekannt wird, und damit gehört es bei uns auch zur Kultur. Das Glockenläuten prägt auch unser Leben hier. Wir hören es immer wieder und es ist ein angenehmes, vertrautes Läuten, was uns immer wieder einlädt, innezuhalten und nachzudenken. Ich lese Verse aus dem Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Amen. Wir haben den Glockenturm, damit man es sieht und damit man es hört. Damit es wahrgenommen wird, es gibt uns hier und wir rufen zum Gebet. Der Glockenturm ist ein Zeichen hier im Dorf für die evangelische Kirche. Wir verziehen uns nicht in ein stilles Kämmerlein, um da alleine oder heimlich zusammenzukommen, sondern wir sind hier in der Öffentlichkeit zu sehen und zu hören. Dabei ist es so, dass sich manches verändert. Der Glockenturm steht schief. Der ist schon relativ bald, nachdem er gebaut worden ist, so eingesunken, weil der Untergrund durch dieses Ziegelwerk hier nicht fest war. Es war aufgeschüttet und man hat es damals vor 200 Jahren nicht so verdichten können, wie man es heute verdichtet. Er steht schief, aber er steht und er steht stabil. Jesus ruft laut, damit man es hört, wie man die Glocken laut hören soll: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, auch wenn bei uns etwas schief wird und nicht mehr gerade steht, wenn etwas schwierig ist und wir nicht mehr die Sicherheit haben, ich kann fallen, ja, aber ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes geliebter Hand. Er ist da, er hält seine Hand auf und ich kann sagen, meinen Geist, das, was von mir da ist, was heute da ist, morgen da ist und auch nach meinem Tod da sein wird, das befehle ich in deine Hände. Ich befehle es in deine Hände und schütze du mich und sei da für mich, behüte und bewahre mich, jetzt hier und
dann dort, wo auch immer das dort im Himmel bei Gott ist. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich für alle, die leise und zurückgezogen sind, die wir gar nicht mehr wahrnehmen können, die irgendwo verschwunden sind, hier zwischen den Lockdowns und dem sich zurückziehen zu Hause. Herr, wir bitten dich für die Kirche, dass wir hier Worte finden, die Menschen erreichen, dass die Kirche Hoffnung gibt, dass die Hoffnung ausstrahlt, so wie die Glocken ausstrahlen und gehört werden. Vater, wir bitten dich für die Verzweifelten, für die, die nicht mehr weitersehen, die Orientierung brauchen, dass die Orientierung bekommen, auch durch das, was wir ihnen hier zeigen, Orientierung durch das, was du als Botschaft der Liebe für uns hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr unser Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe mit seiner Liebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir auf deinem Weg Frieden. Amen.